Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag über das Thema die Arche Noah und ihre prophetische Bedeutung. Es ist mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen vom Alten Testament zum Neuen Testament. Wir wollen die Sintflutgeschichte mit Noah im Licht des Neuen Testaments genauer anschauen. Wir betrachten Gottes Urteil über die Menschheit vor der Sintflut. Ich lese dazu aus 1. Mose 6, den Vers 5. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wir machen eine Brücke zum Neuen Testament. Im Römerbrief wird Gottes Urteil über die Menschheit so verkündigt. Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun sehen wir in der Geschichte mit der Sintflut, Gottes Gerechtigkeit fordert das Gericht über die Ungerechtigkeit des Menschen. Dazu lese ich aus 1. Mose 6, Vers 7. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Geflügel des Himmels. Denn es schmerzt mich, dass ich sie gemacht habe. Im Neuen Testament wird uns auch klar gemacht, dass Gott zornig ist über die gesamte Menschheit. Gott ist zornig. Römer 1, 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Auch da wieder eine klare Parallele. Nun sehen wir aber in der Geschichte mit Noah Gottes Langmut. In 1. Mose 6, Vers 3 sehen wir, dass Gott der Menschheit eine Gnadenfrist gab, eine Gnadenzeit von 120 Jahren. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Also der Heilige Geist soll nicht ewig sich mit dem Menschen auseinandersetzen und ihn von seiner Sünde überführen. Nicht ewig, aber für eine bestimmte Zeit. Und Gott setzt diese Zeit an mit 120 Jahren. In 1. Petrus 3, Vers 20 lesen wir von dieser Langmut Gottes. Als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Gott war langmütig. Sein Gericht kam nicht sogleich, obwohl die Menschheit das verdient hatte. Und so ist es auch mit uns heute. In 2. Korinther 6, Vers 2 wird gesagt, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Diese ganze Periode, seit Jesus Christus gekommen ist, vor 2000 Jahren, in diese dunkle Welt, bis heute, das nennt die Bibel der Tag des Heils. Oder die wohlangenehme Zeit. Aber diese Gnadenzeit hat nach der Bibel ganz klar ein Ende. Damals 120 Jahre und neutestamentlich eine Periode von jetzt rund 2000 Jahre. Aber das Wichtige ist, es ist beschränkt. Das ist ein Grundsatz, der sich durch die ganze Bibel hindurch fortsetzt. Gott gibt Gnade, aber sie ist beschränkt. Jesaja 55, 6. Sucht den Herrn,
während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also nicht, das ist nicht ewig möglich. Man soll Gott suchen, solange er sich finden lässt. Man soll ihn anrufen, solange er nahe ist. Aber er wird nicht ewig nahe sein von uns. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Ja, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. In 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir ferner im Neuen Testament, im Blick auf die Geschichte mit Noah und die alte Welt verschonte er Gott nicht, sondern er erhielt nur Noah den Achten, den Prediger der Gerechtigkeit, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Noah wird hier genannt der Prediger der Gerechtigkeit. Das ist ein anerkennender Ausdruck für ihn. Heute würden manche Experten für Gemeindewachstum sagen, Noah hat wahrscheinlich die falsche Methode angewendet. Beziehungsweise sie müssten konsequent so sprechen. Denn 120 Jahre hat er gepredigt, aber am Schluss waren 8 Leute in der Arche. Also irgendwie ist doch unglaublich. Wo sind die Mengen? Wo sind die Massen? Also so kann man doch nicht predigen. Wenn man Gemeindewachstum fördern will, dann müssen die Massen kommen und müssen auch so angesprochen werden, dass sie besucherfreundlich eingeladen werden, ganz tiefe Schwellen und es muss auch irgendwie musikalisch so sein, dass die Leute das toll finden. Sie hören das Gleiche, was sie sonst am Radio hören, hören sie auch in der Gemeinde. Wo hat das Noah angewendet? Ihr seht, 8 Leute waren in der Arche. Aber die Bibel sagt, er war der Prediger der Gerechtigkeit. In seinem Fall muss man sagen, die Menschen wollten nicht. Er hat es schon richtig gemacht. Nicht wahr? Man kann es auch falsch machen. Das ist tatsächlich so. Man kann so predigen, dass die Leute gar nicht rauskommen. Aber in seinem Fall muss man sagen, er hat das richtig gemacht. Denn Gott gibt ihm diesen Titel der Prediger der Gerechtigkeit. Aber es waren am Schluss 8 drin. Noch ein Titel. Er wird hier genannt Noah der Achte. Eigenartig. Was heißt das, Noah der Achte? So steht es wörtlich im griechischen Original. Nun, hier sehen Sie die 10 Generationen von Adam bis auf Noah. Von der Schöpfung bis zur Sintflut. Und man kann sagen, dass immer der Älteste dieser Generationenlinie, die übrigens später dann zum Messias, Jesus Christus, führen sollte, immer der am ältesten war, das war der führende Patriarch. Adam wurde sehr alt. Ich meine, die Altersangaben vor der Sintflut überraschen vielleicht, aber heute im Licht der modernen Wissenschaft nicht mehr so sehr wie früher. Denn in der Zwischenzeit hat man herausgefunden, woran das liegt, dass man heute 120 Jahre kaum mehr durchbrechen kann. Aber das ist ja sehr abhängig von dem, was man für ein Lebewesen ist. Bei Menschen ist das heute so, 120 ist fast eine undurchbrechbare Limite. Aber bei Hamstern, da sind es so ungefähr 3 Jahre, ist das Übliche. Warum werden die nicht 120? Und wie ist es dann bei Schildkröten? Ja, die wieder deutlich älter. Und Papageien. Aber so jede Lebewesenart hat so ein bestimmtes Alter. Das kann erreicht werden, aber mehr nicht mehr. Aber wie ist es zum Beispiel mit den Mammutbäumen? Die Redwoods in Kalifornien. 2000 Jahre, kein Problem. Warum leben die so lange?
Und dann, es gibt ja verschiedene Mammutbäume. Es gibt dann die Art, die bis zu 4000 Jahre alt wird. Woran liegt das? In der Zwischenzeit hat man herausgefunden, es ist nicht der einzige Faktor, aber ein ganz wichtiger ist der, am Schluss unserer DNA, die sich in jeder Körperzelle befindet, wo das Erbgut aufgeschrieben ist, am Schluss gibt es einen Anhängsel, das nennt man Telomere. Also das ist die Kette am Schluss. Telos, Ende, Schluss. Und diese Telomere sind sehr, sehr langweilig. Und zwar ist das immer so die gleiche Abfolge von Basen, die diese Kette bilden. Immer gleich. Früher hat man gedacht, das ist Schrott aus der Evolution. Heute weiß man, Schrott gibt es gar nicht aus der Evolution. Und das ist nämlich ganz wichtig. Dieses Stück am Schluss ist bei Kindern, die diese ganz komische Krankheit haben, dass sie mit 6 Jahren aussehen wie ein 80-jähriger Mann oder 80-jährige Frau. Glatze, Runzeln, wie alte Leute. Mit 6 Jahren, ja. Aber die haben ganz kurze Telomere. Und man hat herausgefunden, bei jeder Zellteilung wird dieses langweilige Stück ein bisschen kürzer. Also das heißt, unsere Körperzellen, wenn sie sich teilen, werden die nie 100% kopiert, sondern immer ein bisschen weniger, und zwar wird abgeschnitten bei den Telomeren. Und das wird immer kürzer, bis der Punkt kommt, wo die Telomere beginnen. Und dort kommt dann das Signal, bitte nicht mehr teilen. Und dann stirbt man. Jetzt müssten wir ein Supervitamin aus einer Superfrucht haben, die steuern kann, dass bei der Zellteilung die Telomere voll kopiert werden. Und dann könnten wir die 120 Jahre durchbrechen. Und zwar, da könnte man theoretisch 200 Jahre werden, 300 Jahre, so wie die Vorsintflutlichen. Ja, eben, warum können es Redwood-Mammutbäume? Ja, eben, weil sie anders gebaut sind. Und so, in diesem Licht, sind diese Alter der vorsintflutlichen Patriarchen eben ganz anders zu sehen im Licht der modernen Wissenschaft, als wie man das früher gesehen hat. Übrigens, das ist ganz wichtig für die Krebstherapie mit Strahlen. Die Idee ist diese. Ich war Krebszellen, die sind verrückt. Die spinnen. Und die haben ständig den Befehl, teilen, teilen, teilen. Und darum vermehren sie sich. Und das geht ja darum, die müsste man bremsen. Ja gut, wir bestrahlen sie mit sehr gefährlichen Strahlen, die auch gute Zellen treffen. Leider, das ist Nebeneffekt. Aber was man will, ist, dass sie die DNA brechen, und zwar möglichst an der Stelle, wo die Telomere beginnen. Weil wenn man dort brechen kann, dann kommt das Signal, nicht mehr teilen. Das ist, was man wünscht bei der Krebstherapie. Das kommt also aus dieser Erkenntnis, modernen Erkenntnis, im Zusammenhang mit Alter. Übrigens, wenn Gott sagt in 1. Mose 6, Vers 3, 120 Jahre, dann meint das wirklich die Gnadenzeit. Es hat schon Leute gegeben, die haben gesagt, nein, das bedeutet, dass von jetzt an die Menschen eben nicht mehr so alt werden, wie die Vorsintflutlichen, sondern nur noch 120. Es stimmt nicht. Lesen Sie nach der Sintflut weiter in 1. Mose 10 und dann sehen Sie die Menschen in der Linie von Noah, Sem bis Abraham wurden noch lange viel älter. Aber auch in Qumran, am Toten Meer, wussten die Leute, dass 120 Jahre bedeutet Gnadenfrist. Also in der Qumran-Handschrift 4Q, das heißt vierte Höhle, Qumran, Nummer 252, dort wird das auch so verstanden. Dass also Noah 480 Jahre war, dann bekam er den Aufruf zum Bau der Arche, 120 Jahre, im 600. Jahr nach der Bibel kam
die Sintflut. Aber das war ein bisschen ein kleiner Exkurs. Ich wollte ja sprechen über Noah der Achte. Immer der Älteste in der messianischen Linie war der führende Patriarch. Adam bis zu seinem Tod. Dann kam Seth, sein Sohn. Enosh, Kenan. Mahalalel, Jared. Jared überlebte aber seinen Sohn Henoch, der entrückt wurde. Und so war Jared Patriarch Nummer 6. Und Patriarch Nummer 7 war dann eben Henochs Sohn Methuselah. Das ist der mit dem höchsten Alter, das in der Bibel genannt wird, 969. Methuselah überlebte seinen Sohn Lamech. Und darum war Methuselah eben der führende Patriarch Nummer 7, bis er starb. Und er starb im Jahr der Sintflut. Methuselah, Methuselah, spricht man aus auf Hebräisch, kann man übersetzen mit: Ist er tot, so sendet er es. Im Todesjahr von Methuselah kam die Sintflut. Und damit war im Sintflutjahr Noah der nächste Patriarch, führende Patriarch, der Achte. Noah der Achte, so geht das auf. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir: Durch Glauben bereitete Noah also einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Noah überlebte die Sintflut nicht, weil er ein guter Mensch war, sondern durch Glauben wurde er gerettet. Darum heißt es hier, er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Alttestamentlich also genau der gleiche Heilsweg, Rettungsweg, wie im Neuen Testament. Der Römerbrief im Neuen Testament zeigt, der Mensch ist vor Gott ein Sünder. Er muss das anerkennen und seine Schuld Gott bekennen. Aber wenn er glaubt an Jesus Christus und das, was er am Kreuz getan hat, dann wird er durch Glauben von Gott gerecht gesprochen. Das ist Gerechtigkeit durch Glauben. Das galt auch schon im Alten Testament. Noah wurde Erbe der Gerechtigkeit, bekam Gerechtigkeit Gottes geschenkt durch Glauben. Und dieser Noah hat einen Ausspruch bekommen von Gott zum Bau der Arche und so wurde er und seine Familie gerettet. Ein weiterer Punkt. Es gab damals im Zusammenhang mit der Sintflut nur einen einzigen Ausweg. Nicht zwei, nicht zehn, nur einen. Und das war die Arche. Nur so konnte man überleben, gerettet werden. In 1. Mose 6, Vers 14 wird beschrieben, wie Gott eben diesen göttlichen Ausspruch an Noah übermittelte. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und also sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen. Und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Gehen wir zum Neuen Testament. Auch da sehen wir, es gibt nur einen Ausweg, um vor dem Zorn, vor dem gerechten Zorn Gottes gerettet zu werden. Und das ist Jesus Christus. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also man sieht, die Geschichte mit Noah, die Arche, hat bildlich gesehen
eine prophetische Bedeutung hinweisend auf den Messias, den Retter der Welt, den Gott in diese Welt gesandt hat. Wir haben gesehen, die Maße der Arche waren genau von Gott her vorgeschrieben. Da konnte Noah keine Fantasie anwenden. Länge 300 Ellen, Höhe 30 Ellen, Breite 50 Ellen. Die althebräische Elle in der Bibel, das ist die Königselle mit 7 Handbreiten, im Gegensatz zur kurzen Elle von 6 Handbreiten. Die Königselle wurde übrigens auch verwendet für die Stiftshütte, für den Salomo-Tempel, überhaupt für den Tempel in Jerusalem. Und das ist eine Länge von exakt 52,5 cm. Das war ein genau definiertes Maß. Nun können wir die Arche umrechnen, Länge 157,5 Meter, Breite 26,25, Höhe 15,75 Meter. Und das Interessante ist, sie musste ja aus Holz, aus Gopherholz hergestellt werden. Heute ist klar, dass ein Schiff als Holzkonstruktion kann diese Größenordnung nicht übertreffen. Mit 300 Ellen, also 157 Meter rund, ist die Obergrenze erreicht. Interessant. Die Bibel gibt genau diese Zahl, die der möglichen Obergrenze mit dem Material Holz entspricht. Es wurde 1992 eine wissenschaftliche Studie erstellt über die Arche und mögliche Varianten einer Arche. Und zwar heißt diese Studie von nichtchristlichen Wissenschaftlern erstellt: World Class Ship Research Center, kurz CRISO, eine koreanische Studie von 1992, und die haben festgestellt, die Maße der Arche in der Bibel, das sind die besten Maße. Also sie finden von der modernen Ingenieurwissen von heute keine bessere Alternative als diese Maße. Und sie haben auch festgestellt, dass eine Arche in dieser Größenordnung einem Wellengang bis 47,5 Meter begegnen kann. Also schon recht eindrücklich. Ein Bekannter von mir, und den kennen die meisten, Professor Werner Gitt, als Spezialist für Mathematik, hat sich die Frage gestellt, wo liegt das Optimum? Wie müsste eine Arche beschaffen sein, damit man möglichst wenig Material einsetzen muss, aber höchste Stabilität hätte auf dem Wasser? Das sind zwei Bedingungen, die sich widersprechen. Aber wo wäre der ideale Punkt, um möglichst wenig Holz brauchen zu müssen und möglichst stabil zu sein auf dem Ozean? Das muss man berechnen mit Exponentialkurven. Nicht wahr? Eine Exponentialkurve, da findet man heraus, wo liegt, wie ist es mit dem Materialeinsatz, und die andere Kurve, wie ist es mit der Stabilität. Und diese zwei Kurven müssen sich dann an einem Punkt schneiden. Und dort haben wir das Optimum. Exponentialrechnung war im Altertum noch nicht bekannt. Mathematikgeschichtlich kann man sagen, das ist eine eher neuere Erscheinung in der Mathematik der Menschheit. Nun, er hat das also so berechnet und kam zu folgendem Schluss. B geteilt durch H, also Breite geteilt durch die Höhe,
Die muss ein Verhältnis haben von 1,667. Dort liegt das Optimum. Ja, und jetzt rechnen Sie mal. Wir haben hier 50 Breite, Höhe 30, also 50 durch 30 gibt 1,667. Ist das nicht fantastisch? Das sind wirklich die idealen Maße. Und solche, die Kunst mögen, Architektur, Schönheit, die wissen ja auch, das ist eine Annäherung an den goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt spielt übrigens auch in der Natur an vielen Stellen eine Rolle. Bei den Pflanzen, beim Menschen. Nur zum Beispiel meine Hand. Das erste Glied ist ja kürzer als das zweite Glied an meinem Finger, ja? Und das zweite Glied ist wieder kürzer als das dritte. Aber A zu B ist der goldene Schnitt. Und B zu C ist auch wieder ein goldener Schnitt. Ich kann nichts dafür. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Länge, Breite. Hier 300 geteilt durch 50. Das ist 1 zu 6, nicht wahr? Nun, heute, im heutigen Ingenieur, Wissen, wie man Schiffe bauen muss für den Ozean, ist das ideal für Stabilität auf dem Ozean. 1 zu 6. So baut man auch heute Schiffe. Nicht genau unbedingt 1 zu 6, es kann auch 1 zu 7,5 sein. Aber es ist diese Größenordnung. Gewaltig. Wenn einer denkt, ja, das ist eine erfundene Geschichte der Hebräer, der Juden früher, Das hat nie stattgefunden, das ist alles nur ein Märchen. Oh, das waren aber gute Märchenerzähler, nicht wahr? Genau die richtigen Zahlen verwenden. Nun, das führt uns zu einem anderen Zwischenthema. Das Thema Bibel kontra Babel. So nannte man diesen großen Gelehrtenstreit im 19. Jahrhundert. Der Bibel-Babel-Streit. Und zwar, im 19. Jahrhundert entdeckte man das Gilgamesch-Epos. Das sehen Sie hier. Eine Keilschrifttafel in babylonischer Keilschrift. Und was steht dort drauf? Ja, etwas von Gilgamesch. Und zwar ist das eine babylonische Version der Sintflutgeschichte. Das gab Aufsehen. Wow! Und ganz viele Details stimmen mit der Bibel überein. Und jetzt kam natürlich die Debatte, wer hat von wem abgeschrieben? Für die liberalen Kritiker im 19. Jahrhundert war das ganz klar. Die Juden haben von den Babylonern abgeschrieben. Umgekehrt undenkbar. Und natürlich, die Juden waren ja mal in der babylonischen Gefangenschaft. Im 6. Jahrhundert vor Christus, da haben die Babylonier die Juden nach Babylon deportiert. Das war die Zeit von dem Propheten Daniel zum Beispiel. Und da haben, sagen diese Kritiker, da haben die Juden eben diese babylonische Version der Sintflut gehört, hat ihnen gefallen und da haben sie ihre eigene Version gemacht, da in 1. Mose eingebaut und behauptet, das hätte Mose geschrieben, 1000 Jahre früher. Ja? Gewissermaßen. Was gäbe es noch für eine Möglichkeit? Anstatt Juden haben von Babylonien abgeschrieben. Babylonien von den Juden. Ja, es gäbe natürlich die Möglichkeit. Keiner hat dem anderen abgeschrieben. Sondern das geht unabhängig zurück auf die tatsächlich stattgefundene Sintflut. Geht zurück auf Noah und ein Überlieferungsstrang über das Volk der Babylonier. Ein Überlieferungsstrang Vorfahren der Juden und dann eben später die Juden. Aber das war gar keine Alternative für diese Kritiker. Nur, interessant, im Gilgamesch-Epos wird die Arche auch beschrieben, aber als ein Würfel, wie hier auf dem Bild, mit 12 Stockwerken. Das ist nicht so eine angenehme Geschichte.
das Gilgamesch-Epos ist nicht so angenehm. Denn diese Arche, die hätte ja ständig kippen müssen. Kippen müssen, wieder, der Würfel kippt. Also dieses Kippen und Rollen auf den Wellen, das hätte die Reise unmöglich gemacht. Und dann kommt noch ein weiteres grundsätzliches Problem dazu, das fehlende Licht in den unteren Stockwerken. Ja? Wie hätte man da Licht gehabt in diesen 12 Stockwerken drin? Auch nicht gerade sehr angenehm, ja? Stockdunkel, die ganze Zeit. Nun, dieser Bibel-Babel-Streit, das ist eine Sache. Jetzt kommt aber noch dazu, heute kennen wir über 300 Sintflut-Erzählungen aus aller Welt überliefert. Bei den alten Völkern und Stämmen auf allen 5 Kontinenten, sehr viele bei den nordamerikanischen Indianern, in Mittelamerika bei den Indianern, Südamerika, dann auch in Schwarzafrika, auch in Australien, in Asien und im alten Europa, beim vorchristlichen Europa, überall. Und weltweit in diesen Erzählungen Parallelen zur Bibel, in verbannten Einzeldetails. Tja, jetzt, wie erklärt man sich das? Das würde ja eine wunderbare Bestätigung sein. Wie ich gesagt habe, eine Möglichkeit wäre, die Babylonier haben das direkt von der tatsächlichen Sintflut überliefert, auf ihrer Linie, und die Juden auf ihrer Linie, und jetzt die nordamerikanischen Indianer auf ihrer Linie, die südamerikanischen Indianer auf ihrer Linie und so weiter. Die Australier, die Aborigines auf ihrer Linie. Und da werden auch die Archen beschrieben in diesen Legenden. Sie sehen, das sind so ein paar Beispiele. Die sehen zwar alle ein bisschen anders aus als die Arche in der Bibel, ja? Die Arche in der Bibel ist ideal. Aber das sind alles so ein bisschen, ja, fantasievolle Schiffchen oft. Gut, immerhin noch besser als ein Würfel da. Aber da wird auch erzählt, der Mann, der überlebt hat, der hat Tiere mitgenommen auf dem Schiff. Ja, aber wie soll man so auf so kleinen Booten oder Kanus so viele Tiere mitnehmen, wie das eben hätte sein sollen, damit die Tiere überleben? Ja. Was sagen die Kritiker heute, wenn sie dieses Argument hören? Kein Problem. Das erklären wir mit der Missionarshypothese. Ihr Christen, ihr schickt ja in die ganze Welt Missionare. Und die Missionare erzählen den Leuten Geschichten aus der Bibel. Und natürlich, das gehört eben zu den Stammeskulturen, da spielt Geschichte erzählen eine ganz wichtige Rolle. Ja? Zum Beispiel am Lagerfeuer am Abend. Ich habe gerade vor kurzem, als ich in Kanada war, ein Lehrbuch für Ojibwe, eine Indianersprache, in den Händen gehabt. Und da wird eben auch nicht nur die Sprache erklärt, sondern auch die Kultur. Und da wird gesagt, das ist für junge Indianer, die nicht mehr von ihren Eltern die Sprache gelernt haben, aber die das jetzt wieder neu lernen sollen. Es ist ganz wichtig, das Geschichte erzählen. Die älteren Leute im Stamm, die erzählen, und man muss dann mit ganz geradem Rücken aufmerksam zuhören. Das gehört eben zu dieser Kultur. Mit Interesse, Aufmerksamkeit, Geschichten hören. Nun, die Kritiker sagen, die Missionare haben diese Geschichte erzählt, das hat den Leuten gefallen und die haben das übernommen und ein bisschen ausgeschmückt mit ihren Göttern und so Legenden erzeugt. Was sagen wir jetzt dazu? Ja, aber es gibt ja nicht nur Sintflut-Erzählungen, die man weltweit finden kann als Parallelen, sondern auch Parallelen zur Schöpfungsgeschichte. Parallelen zu dem Sündenfall, dann eben zur Sintflut, wie gesagt, aber auch Parallelen zum Turmbau und der damit verbundenen Sprachenverwirrung und dann Auswanderung der Völker.
findet man auch weltweit. Zum Beispiel bei den mittelamerikanischen Indianern in Mexiko. Da kennt man ja diese berühmten Türme, ja, der Mayas und so. Die erzählen, dass eben ihre Vorfahren einen Turm gebaut haben und dass das nicht hätte sein sollen und dass dann die Sprache verwehrt wurde. Woher haben die das? Gut, das sind also alles Dinge aus 1. Mose 1 bis 11. Und dann, Kapitel 12, beginnt die Geschichte mit Abraham und der Entstehung des Volkes Israel. Ab 1. Mose 12 haben sie keine weltweiten Parallelen mehr. Nur bis Kapitel 11. Nach der Bibel war bis Kapitel 11 die Menschheit mit einem gemeinsamen Ursprung noch verbunden. Und dann kam die Auswanderung durch die Sprachenverwirrung. Und nachher haben sie diese Parallelen nicht mehr. Also keine weltweiten Parallelen, sagen wir, zu einer Geschichte wie Auszug aus Ägypten und Durchzug durchs Rote Meer. Das Meer teilt sich und ein ganzes Volk geht auf dem Trockenen hindurch. Wäre doch auch schön, oder? Keine Parallelen. Oder die Plagen über Ägypten. Die 10 Plagen. Keine weltweiten Parallelen. Oder Noah im Bauch des Fisches. Das wäre doch auch eine beflügelnde Geschichte, ja? Keine Parallelen. Oder Jona im Bauch des Fisches. Ja. Und dann Brotvermehrung für 5000. Das wäre doch auch etwas. Keine Parallelen. Jetzt dreht sich natürlich der Spieß. Dadurch wird eben dieses Argument der Parallelen weltweit ein ganz starkes Argument dafür, dass diese Dinge eben historisch wirklich verankert sind am Anfang der Menschheit. Ganz starkes Argument. Gott sagte Noah, 1. Mose 6, Vers 14, mache dir eine Arche von Gopherholz, hebräisch Atzei Gopher. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz, hebräisch Kofer, verpichen, hebräisch Kafar. Ein bisschen Hebräischunterricht. Gopher, dieses Gopherholz, wird nur hier erwähnt in der Bibel. Was ist das für ein Holz? Nun, Gopher ist offensichtlich eine harzhaltige Nadelbaumart. Denn Gopher geht zurück auf die Wurzel Gafar. Und das heißt zudecken, überziehen. Ich war mit dem Harz eines Nadelbaumes kann man eben zudecken, überziehen. Und darum heißt dieser Baum Gopher. Gopher ist verwandt mit Kofer. Ja? Und das Wort hier in unserem Text, also als Gopherholz, und dann soll dieses Holz innen und außen mit Harz, mit Kofer überzogen werden. Das ist ein Wortspiel. Gopher, Kofer, ja? Kofer kommt von Kafar, eben verpichen. Aber jetzt eine Überraschung. Kofer heißt auf Hebräisch Harz, aber gleichzeitig auch Sühnung. Das ist etwas völlig, völlig anderes. Sühnung. Nun, das hilft uns, diesen Begriff Sühnung, das ist Deutsch, zu erklären. Ja. Wer könnte auf Anhieb, wenn jemand auf der Straße fragt, ich habe da in der Bibel gelesen, da steht etwas von Sühnung, Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Was heißt Sühnung? Nicht so schwierig, nicht so einfach, ja? Ist ein bisschen schwierig. Oder in Spanisch wäre das Expiación. Das ist Spanisch, aber die Spanier, wenn man fragen würde, erklär, was ist Expiación? Oder die Englischsprachigen. Propitiation. Was ist das? Richtig schwierig. Aber jetzt haben wir es hier. Kofer kommt ja von dem Verb zudecken. Also Sühnung muss etwas zu tun haben mit zudecken. Und zwar, in der Bibel meint das so, Sühnung wird getan, wenn der Sünder vor dem Zorn Gottes
schützend zugedeckt wird. Der gerechte Zorn Gottes trifft den, der zudeckt. Und das ist Sühnung. Der Zudeckende ist der, der Sühnung tut. Gerechtigkeit wird vollzogen, aber der, der es verdient hat, wird verschont, indem der, der es nicht verdient hat, getroffen wird. In Hiob 33 spricht der jüngste Freund von Hiob, Elihu. Und seine Reden sind bewegend. Die drei älteren Freunde müssen sich später alle entschuldigen. Sie müssen richtig bereuen, was sie Hiob in ihren Reden angetan haben. Elihu nicht. Und Elihu spricht in Kapitel 33 des Buches Hiob über den kommenden Messias, den Erlöser für die Welt. Und er sagt in Vers 23, wenn es nun für ihn, den sündigen Menschen, einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, um ihm zu sagen, was ist Recht, was ist Gerechtigkeit, so wird er sich seiner, des Sünders, erbarmen und sprechen, spricht der Messias zu Gott. Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung, hebräisch Kofer, zustande gebracht. Nun, wir machen die Brücke zum Neuen Testament. 1. Johannes 2, Vers 1. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Jesus Christus, der Gerechte, hat am Kreuz freiwillig unsere Schuld auf sich genommen. Und Gottes Zorn hat ihn in den Stunden der Finsternis, in denen er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, geschlagen. Der Zorn Gottes hat ihn getroffen, damit die, die an ihn glauben, verschont werden können. Das ist Sühnung. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und nun die Arche aus Gopherholz, aus Versöhnungsholz, überdeckt innen und außen mit Kofer, mit Sühnung. Die Arche ging durch das Gericht der Sintflut. Die Fluten haben die Arche getroffen. Das Wasser von oben und die Fluten des Ozeans. Und Noah und seine Familie, die waren in der Arche. Die wurden eben nicht getroffen. Die Arche hat sie geschützt. Aber die Arche hat die ganze Einwirkung der Sintflut zu spüren bekommen, wenn man so sprechen darf. Und nun in Psalm 69. Das ist ein messianischer Psalm. Das heißt, ein Psalm, der prophetisch von dem Messias spricht und sein Leiden am Kreuz. In Römer 15, Johannes 2 wird Psalm 69 ausdrücklich auf Jesus Christus bezogen. Und dort hört man die Stimme des Erlösers in den Stunden der Finsternis. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Jesus Christus benutzt die Ausdrücke der Sintflut, um seine Leiden zu beschreiben. Jesaja 53, Vers 10 sagt von dem Messias, im Blick auf den Messias, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und Jesaja 53 sagt auch, durch seine Striemen sind wir geheilt. Also die Arche ist ein sehr deutlicher Hinweis auf die Sühnung durch Jesus Christus. Aber weiter, ganz wichtig, es gab eine Tür in der Arche, aber nur eine einzige. 1. Mose 6, Vers 16. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Und jetzt machen wir wieder die Brücke zum Neuen Testament. Jesus Christus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür.
Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Jesus Christus ist dieser einzige Ausweg. Die Arche spricht von ihm. Aber er ist auch die Tür. Und man musste damals, um gerettet zu werden, durch diese Türe hineingehen. Man musste sich entscheiden. Und so wird die Errettung auch nicht automatisch geschehen. Der Mensch, der einzelne Mensch, muss sich entscheiden und diese Tür, Jesus Christus, ganz bewusst wählen. Es kommt dazu, in 1. Mose 7, Vers 16, wird gesagt, als Noah und die Tiere in der Arche waren und der Herr schloss hinter ihm zu. Nicht Noah schloss die Arche, sondern Gott. Das muss eine tiefere Bedeutung haben. Ja, im Buch Hiob, das ja von einer Geschichte handelt aus den Jahrhunderten nach der Sintflut, da lesen wir in Hiob 12, 14, siehe, er, Gott, reißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemand zu und es wird nicht aufgetan. Siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Und er lässt sie los und sie kehren das Land um. Der letzte Satz ist eine Beschreibung von einem Tsunami. Und übrigens, Tsunamis spielten in der Sintflut eine Riesenrolle. Nicht wahr? Die Bibel sagt ja nicht nur, dass Regen von oben kam, während den 40 Tagen, sondern alle Quellen der Tiefe brachen auf. Tiefe heißt Ozeantiefe, the home. Das heißt, der Meeresboden brach vulkanisch bedingt auf und das hat unvorstellbare Flutwellen ausgelöst, sodass eben das Wasser der Ozeane das Festland überflutete. Und es ist ja so, wir haben auf der Erde ziemlich viel Wasser. 70% unseres Planeten ist auch heute zugedeckt. Nur 30% ist außerhalb des Wassers. Und es ist so, wir haben auf der Erde so viel Wasser, dass man den ganzen Planeten decken könnte, fast 3 Kilometer, wenn Meerestiefe und Berghöhen ausgeglichen wären. Also das Wasser für eine Sintflut ist vorhanden. Und trotzdem, atheistische, agnostische Wissenschaftler, die würden heute über diese Geschichte lächeln, ja? Aber interessant ist, dass gerade solche Leute, die glauben, dass es vor langer Zeit einmal eine Sintflut gegeben hat auf dem Mars. Ja, schauen Sie nach in der wissenschaftlichen Literatur. Googeln Sie ein bisschen zu dem Thema. Und ja, das ist ein Thema. Und zwar geht man davon aus, dass vor 3 Milliarden Jahren, also auf diesem ziemlich staubtrockenen, roten Planeten, ja, heute schickt man dahin Roboter, um dort nach Wasserüberresten zu suchen. Aber es ist nicht so ganz einfach, ja, diese Reste dort ausfindig zu machen. Und trotzdem geht man davon aus, vor 3 Milliarden Jahren begann es auf dem Mars zu regnen. Während 1 Milliarde Jahre. Und es habe da eine Sintflut gegeben. Denn von irgendwoher müssen ja diese geologischen Formationen auf dem Mars, die sind ganz interessant. Die müssen ja woher kommen? Und das sind deutliche Wasserspuren. Ja, deutliche Wasserspuren. Übrigens, unsere geologischen Schichten auch. Also geologische Schichten, wie wir sie in den Alpen haben und überhaupt weltweit, die kann man am besten erklären, entstanden in fließendem, tosendem Wasser. Eine Sintflut ist ideal zur Erklärung der Erdschichten. Ja, und dann hat das Wasser übrigens auch eine sortierende Eigenschaft. Ja, das, was mit dem Wasser an Material mitgenommen wird, wird sortiert nach Korngröße. Und darum haben sie gewisse Schichten von einem bestimmten Material und dann wieder andere Schichten von anderem Material. Woher kommt das? Ideal erklärbar durch eine Sintflut. Ja, und das Wasser ist immer noch da. Und da gibt es viele, die lächeln über die Sintflut. Aber eine Sintflut auf dem Mars, wo man das Wasser echt
suchen muss. Das geht. Das ist schon eigenartig. Also ich ging ja aus von diesem Tsunami. Vers 15, siehe, er hemmt die Wasser und sie vertrocknen. Das ist die typische Erscheinung. Vor einem Tsunami zieht sich das Meer zurück. Er lässt sie los und sie kehren das Land um. Und dann kommt das Meer zurück und überflutet. Katastrophal. Und da heißt es von Gott, er schließt über jemandem zu und es wird nicht aufgetan. Das heißt, die Tatsache, dass Gott die Tür der Arche geschlossen hatte, war eine Sicherheit für die, die drin waren. Die mussten ja noch eine Woche warten, als sie drin waren. Eingeschlossen. Und muss man sich vorstellen, was das, welche Glaubensprobe. Nächster Tag, es ist alles noch so staubtrocken wie vorher. Nächster Tag, immer noch. Ja, jetzt wurde dieser riesige Kahn gebaut und es kommt nichts. Dritter Tag, nichts. Wenn die Idee gekommen wäre, wir gehen wieder raus. Die hätten nicht raus können, es war geschlossen. Die geschlossene Tür war die Sicherheit für die, die drin waren. Und das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist ein schwieriger Ausdruck, in Christus sein. Was heißt das? Ganz einfach, dafür haben wir das Alte Testament als Illustrationsbuch. Die, die in der Arche waren, das entspricht den Menschen, die heute an Jesus Christus glauben, als ihren Retter, die sind in Christus. Und in ihm sind sie sicher. Und darum gilt für sie die Gewissheit, Gott wird mich nie mehr verurteilen, verdammen in Ewigkeit. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Der Römerbrief im gleichen Kapitel betont das dann nochmals so, Vers 38. Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, und Satan wird ja auch beschrieben als ein Engel, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Und wenn jetzt noch nicht alles genannt worden ist, dann noch irgendein anderes Geschöpf. Übrigens, ich bin auch ein Geschöpf. Für die, die sagen, aber du könntest dich wieder lossagen. Noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine unglaubliche Sicherheit. So wie bei Noah. Gott schließt die Türe. Jetzt hier sind wir drin. Übrigens, ich habe ja schon einige Bilder gezeigt von dieser fantastischen Nachbildung der Arche in Originalgröße, wie Sie die besuchen können im Ark Encounter in Kentucky, in den USA. Das ist also ganz nahe von dem Flughafen von Cincinnati, Ohio. Aber der Flughafen ist so gut positioniert, da kommen Sie also gerade sofort nach Kentucky, ein paar Kilometer zum Ark Encounter und ich empfehle, gehen Sie zwei Tage. Ein Tag in Ark Encounter, die Arche in Originalgröße, besuchen und dann noch ins Creation Museum, auch ganz in der Nähe. Fantastisches Museum. Das alles hat Abermillionen gekostet, aber es lohnt sich. Es gehen so 5000 Leute pro Tag. Also fliehen Sie nach Cincinnati, dann mit dem Mietauto. Und das war ein schöner Ausflug, ja? Ja, die haben die Arche also nachgebaut in Originalgröße. Und das ist heute die größte freistehende Holzstruktur der Welt. Und die zwei, dieses Projekt geleitet hatten, das waren zwei Amish. Das sind eben Leute, die wissen, was arbeiten heißt und mit Holz umgehen und so. Die haben diese Arbeit geleitet. Es ist fantastisch. Und jetzt sind wir hier drin in der Arche, durch die Tür eingegangen. Das ist der Punkt. Innen und nicht draußen. Nicht wahr? Man kann natürlich auch schöne Fotos machen. Und eben, aber
da draußen stehen, das hat niemandem etwas genützt zur Zeit von Noah. Man musste sich entscheiden und hineingehen durch die Tür. Und da kann man sehr schön illustrieren, was es heißt. Fast bekehrt ist gar nicht bekehrt. Ich habe das schon wiederholt erzählt, aber gute Beispiele kann man ja wiederholen. Und zwar, wenn man 6 Kinder aufzieht bis zum Erwachsenenalter, erlebt man ziemlich viel und auch viel Missgeschick. Also Kinder können ganz dumme Sachen machen und als Vater ist man, vor allem wenn man ein bisschen Temperament hat, dann ein bisschen aufgeregt, ja, und sagt, jetzt wäre fast was geschehen. Und die Kinder, cool, fast ist überhaupt nicht. Ja, so lernt man von den Kindern. Es ist so, fast ein Unglück ist überhaupt kein Unglück. Und fast bekehrt, fast in die Arche hineingegangen, fast Jesus Christus angenommen als Retter, das ist überhaupt nicht. Man muss wirklich sich entscheiden, und das ist eine persönliche Entscheidung, die man fassen muss, für Zeit und Ewigkeit. Da, meine Frau, wir haben uns entschieden. Da sind wir drin, in der Arche. Und das ist ganz wichtig, weil eben hinzukommt, es gibt ein zu spät. Nicht wahr? Für Leute, die dachten, vielleicht gibt es auch andere Wege. Wenn eine Flut kommen sollte, dann kann man auch auf die ganz hohen Berge hinaufgehen. Aber das hat nichts gebracht. Es gab nur einen Ausweg. Und es gab den Moment, wo es zu spät war, wo man nicht mehr konnte. Die Tür war verschlossen. Schrecklich. Aber das ist ein ganz wesentliches Element des Evangeliums. Es gibt ein zu spät. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Aber wenn wir so über das Thema Türe nachdenken, da fällt einem auf, das ist ein Thema, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Wie war das damals in Ägypten? Mit der Tür beim Passa. Ich war 2. Mose 12, Gott wies den Israeliten den Weg, wie sie dem Zorn Gottes entgehen könnten. Nicht nur die Ägypter, sondern auch die Israeliten in Ägypten standen unter dem Zorn Gottes. Denn die Israeliten, die hatten sich so angepasst, die haben auch den Götzendienst der Ägypter übernommen. Und diese meist tierköpfigen Menschengestalten angebetet. So steht es in Hesekiel 23. Ja, und Gott sagt, es gibt einen Ausweg. Ihr müsst das Blut eines Lammes an die Türpfosten, an die Oberschwelle streichen. Und in der Passanacht würde der Engel des Verderbens durch Ägyptenland gehen. Und in jedem Haus würde der Erstgeborene sterben, wenn das Blut nicht an der Tür angebracht ist. Und Gott sagt in 2. Mose 12, und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Da haben wir wieder. Ein unschuldiges Lamm musste sterben. Das ist Sühnung. Und der Schuldige, der wurde verschont. Aber stellen wir uns vor, 2 Häuser in Ägypten, in der Nacht des Passas. Der Erstgeborene sagt, Papa, ich habe furchtbare Angst. Vielleicht wird der Engel des Verderbens mich doch töten. Nein, mein Sohn. Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Ich habe trotzdem Angst. Ein anderes Haus. Der Erstgeborene sagt, Vater, ich bin so froh, dass wir die Anweisungen, wie Mose sie uns übermittelt hat, umgesetzt haben. Wir haben das Blut des Lammes. Es war so ein liebliches Lamm. Wir hatten es 4 Tage in unserem Haus. Und wir haben es so geliebt. Und trotzdem mussten wir es dann von dir schlachten lassen. Aber jetzt weiß ich, Gott hat gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Frage, welcher dieser 2 Erstgeborenen war sicherer? Sie waren genau gleich sicher. Nur hatte der eine den Genuss der Sicherheit, der andere nicht. Und das ist ein Problem bei vielen echten Christen, dass sie immer noch zweifeln, obwohl sie ganz klar drinnen sind. Sie denken, vielleicht gehe ich dann doch, man kann ja nicht so ganz, ganz, ganz sicher sein. Natürlich kann man sicher sein, weil die Sicherheit nicht von unserer Fähigkeit
innerlich ruhig zu bleiben abhängt und ständig zu vertrauen, sondern sie hängt objektiv ab. Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Wie war das später? Die Israeliten, ausgezogen aus Ägypten, mussten einen transportablen Tempel bauen, die Stiftshütte. In dem Zelt, Heiliges und Allerheiligstes, da wohnte Gott im Allerheiligsten, inmitten von Israel. Aber dieses Tempelzelt war umgeben von einem Vorhof mit einer Abschrankung, weiß. Es sollte zeigen, Gott ist gerecht, der Mensch ist ungerecht. Und durch unsere Ungerechtigkeit sind wir von Gott getrennt. Aber es gab eine Tür, genauer, einen Türvorhang, 10,50 Meter breit, richtig einladend. Und wenn ein Israelit festgestellt hat, ich habe die Tora, die Gebote, die 10 Gebote und andere Gebote gebrochen, wie kann ich Gottes Strafe entgehen? Er musste ein unschuldiges Tier nehmen, durch die Türe hineingehen, es hier schlachten, seine Schuld Gott echt reuig bekennen und so wurde Sühnung getan für ihn. Der unschuldige Stellvertreter starb und deckte den Schuldigen zu. Das ist eben die Bedeutung von Kippur. Der Yom Kippur, der Versöhnungstag, oder besser wäre übersetzt Sühnungstag. Das ist eben der Tag, an dem Gott sein Volk zudeckt durch das Opfer, um es verschonen zu können. Aber gehen wir ins Neue Testament. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 5 waren bereit und die gingen ein durch die Türe zur Hochzeit. Aber 5 waren eben nicht bereit und sie kamen zu spät. Und sie waren vor der verschlossenen Türe. Und der Herr sagt von innen her in Matthäus 25, 12, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Das waren keine echten Gläubigen, nur Bekenner mit ihrer Lampe. Und es gab einen zu spät. Die Tür war verschlossen. Und der Jesus sagt in der Bergpredigt, breit ist die Türe, die zum Verderben führt. Viele gehen da hinein, aber schmal ist der Weg und schmal ist die Türe, die zum Leben führt. Und wenige sind es, die es finden. Aber er ruft auf, wir müssen durch diese schmale Türe hinein, um gerettet zu werden. Und nun, noch ein Detail. Noah musste von allen Tierarten mitnehmen. Und zwar wird ausdrücklich gesagt, reine und unreine Tiere. Also koschere und nicht koschere Tiere. Wie man das unterscheidet, wird genau erklärt in 3. Mose 11. Aber der Punkt ist der, übrigens im Ark Encounter wurde alles berechnet. Auch wie das gegangen ist mit allen Tierarten. Man musste ja nicht keine Fische mitnehmen. Also wenn Sie die Tierarten in der Biologie zusammenzählen, da können Sie schon mal alle Wassertiere abziehen. Die waren nicht drin. Und etwa 800.000 Tierarten sind Insekten. Die sind ziemlich klein. Aber es ist auch so, dass nicht das, was wir heute eine Art nennen in der Biologie, ist nicht das Gleiche wie die Arten, die Gott erschaffen hat. Denn denken Sie an diese etwa 300 Hunderassen. Die gehen alle auf einen Urwolf zurück. Ja? Und Schakale auch. Und man kann das beweisen, dass das letztlich eine Art ist, denn man kann sie direkt oder indirekt miteinander kreuzen. Füchse auch. Und so ist das eben auch mit anderen Tierarten. Das also der Begriff Arten in der Bibel ist weiter. Und viele Arten oder Rassen sind eben erst im Lauf der Geschichte entstanden durch natürliche Zuchtwahl und Aufspaltung. Das reduziert die ganze Zahl nochmals ganz gewaltig und es wurde alles berechnet, es geht auf. Der Platz ist da, sogar für die Nahrungsmittel. Aber jetzt eben, was bedeutet das, alle Arten, reine und unreine? Schauen Sie nach in Ihrer Bibel. In Apostelgeschichte 10 und 11 wird erklärt, dass unreine Tiere, nicht koschere Tiere, sind ein Bild von den Menschen aus den Heidenvölkern. Aus den Völkern, die nicht
zu Israel gehören. Und die Reintiere sind ein Symbol für Israel. Alle waren drin. Und nun ist es so, in Offenbarung 5, Vers 9 bis 10 und Offenbarung 7, Vers 9 und folgende, sehen wir, dass Gott Menschen retten wird. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Nirgends steht in der Bibel, dass alle Menschen gerettet werden. Die Allversöhnung ist eine Irrlehre. Definitiv. Die Bibel sagt, dass Menschen verloren gehen. Aber nicht, weil er sie nicht wollte. Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Welt geliebt und einen Sohn gegeben. Gott möchte jeden von uns. Aber wenn wir einmal nicht gerettet sein werden, dann war das unsere Wahl. Und er wird einmal sagen, ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23. Aber trotzdem macht die Bibel klar, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation wird es Menschen geben. Ich meine, in der UNO sind die meisten Nationen miteinander organisatorisch verknüpft. Das sind Größenordnung 200. Ja? Aber der Begriff Völker, Nation heißt im Neuen Testament Ethnos. Das ist die größte Einheit. Aber Völker gibt es viel mehr. Wir unterscheiden vielleicht etwa 10.000 verschiedene Völker weltweit. 10.000. Und dann all diese Stämme. Gut, das ist für uns nicht mehr so aktuell. Bei uns weiß niemand mehr, aus welchem Stamm er kommt. Ja? Außer Sie machen einen Gentest, dann können Sie erfahren, Ihre Vorfahren vor 3.000 Jahren waren Helvetier oder das waren Germanen und so weiter. Das geht. Oder Griechen, das kann man alles wissen. Aber heute ist alles vermischt bei uns. Aber in Amerika, bei den Indianern, ja, gerade vor kurzem an Vorträgen, da waren von den Cree-Indianern, von den Ojibwe, da, die wissen schon noch, zu welchem Stamm sie gehören. Und auch in vielen anderen Ländern ist das so. Auch in Thailand, die Bergstämme, die Lahu, die Lisu, die Karen und so weiter. Und auch in Afrika wissen viele noch, aus welchem Stamm sie sind. Und Gott rettet aus jedem Stamm. Und das Schöne ist, es gibt Stämme, die haben heute vielleicht noch 300 Mitglieder. Wir haben eine eigene Sprache. Ja, es heißt aus allen Sprachen. Wir unterscheiden weltweit heute etwa 7.000 Sprachen, ohne Dialekte zu zählen. Das ist fantastisch. Und Gott redet aus allen Sprachen. Auch aus diesen kleinen Gruppen, wo nur noch ganz wenige Leute da sind. Das wird hier verheißen und das entspricht dem, dass aus allen Tierarten, rein und unrein, also aus dem jüdischen Volk, aus allen anderen Völkern, aber auch Stämmen und Sprachen werden einmal Menschen gerettet sein. Durch Jesus, durch den Herrn Jesus Christus. Es gab drei Stockwerke, so wurde es vorgeschrieben. Ein unteres, zweites, drittes Stockwerk, wie man hier sieht. Und jetzt schauen wir uns den Innenausbau an im Ark Encounter. Übrigens, Ark Encounter kann man übersetzen mit Begegnung, Encounter mit der Arche. Also ganz konkret eine Begegnung mit der Arche haben. Ja, also, die waren da alle nach Arten geordnet, untergebracht. In 1. Mose 6, Vers 14 heißt es, mache dir eine Arche von Gopherholz mit Kammern. Sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Das Wort Kammern ist auf Hebräisch nicht das Wort Lishka, Lishkot, für Kammer, sondern Kinim. Und das ist sonst das Wort für Nester. Also diese Abteilungen werden Nester genannt, Kinim. Das bedeutet, es sollte diesen Tieren wohl sein in der Arche. Das erinnert mich an eines meiner Lieder, die ich besonders liebe. Und da heißt es im Refrain, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist genau der Punkt. In Christus und wirklich da zu Hause. Und Sie sehen auch die, die nicht so ganz hübsch waren. Sie waren drin. Von allen Arten. Und auch die Kleinen. Ja? Auch die Kleinen.
Sie haben alle erlebt, Psalm 46, Vers 1, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Aber stellt sich doch die Frage, und gab es Platz für Dinosaurier? Ja, nach der Bibel sind die Dinosaurier nicht ausgestorben vor 70 Millionen Jahren. Das ist nach der Evolutionslehre so. Aber die Evolutionisten können uns nicht erklären, warum wir weltweit bei den Völkern die Vorstellung von riesigen Reptilien finden. Bei den Indianern in Südamerika oder Darstellungen in Korea. Aber richtige Dinosaurier dargestellt. Woher wissen die das? Ohne jetzt die Fossilien, die wir kennen, ja? Von der westlichen wissenschaftlichen Kultur. Und all die Märchen mit Drachen. Woher kommt das? Und das sind keine Säugetiere, die Drachen, in den Märchen. Das sind Reptilien. Ja, und die Dinosaurier waren Reptilien. Und das ist der Punkt. Die Bibel sagt im Buch Hiob, das handelt von einer Zeit, gerade in den Jahrhunderten nach der Sintflut, wie ich gesagt habe, und dort wird der Behemoth und der Leviathan beschrieben. Ein Land- und ein Wassersaurier. Wirklich, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder, heißt es von Behemoth. Und dann muss, also nach der Bibel, muss es eine Zeit gegeben haben, als es diese Tiere noch gab, zusammen mit den Menschen. Und darum sind diese Erinnerungen da in den Legenden und Märchen mit den Drachen. Nun, Dinosaurier sind Reptilien und Reptilien legen Eier. Und wenn die Kleinen aus den Eiern schlüpfen, das ist ein versteinertes Ei, Dinosaurier-Ei. Also, das gäbe noch eine Menge für Spiegelei, ja? Aber die Kleinen, die schlüpfen, die sind eben wirklich klein. Und das ist natürlich ideal gewesen, dass Noah kleine Junge nahm, denn die lebten noch lange und konnten noch lange, 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 lange Nachkommen haben. Das ist ganz wichtig, wenn es geht ums Überleben von Tierarten. Also, auf deinem Ark Encounter ist alles überlegt worden, wie könnte Noah das alles gemacht haben, um auch die kleineren Tiere mit Wasser zu versorgen. Sie haben da ein paar Eindrücke. Das ist übrigens die Idee, wie man Amphibien aufbewahren konnte, in Krügen, die man immer wieder befeuchten konnte, von oben her, mit der Stoffabdeckung. Ja, man musste sich, Noah musste alles, an alles denken. Und es ist wirklich, es ist gigantisch, diese Dimension einmal zu erleben, so konkret. Ja, und auch für die Familie Noah, ja, man könnte zum Beispiel auch Erde mitnehmen und da Gemüse wachsen lassen auf der Arche. Geht auch. Aber eines ist klar, das war keine faule Familie. Die wussten, was Arbeiten heißt. Ja? Und die mussten ja besorgt sein für all diese Tiere auf der Arche. Und es ist ganz wichtig, wenn man viel Kampf im Leben hat, ist es wichtig, dass man einen Ort hat, wo man sich zurückzieht und zu Hause ist. Und darum hat man sich auch so überlegt, wie könnten diese Wohnabteilungen der Familie Sem, Familie oder Ehepaar Sem, Ehepaar Ham und so weiter ausgesehen haben. Ja, da waren sie wirklich zu Hause. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Weben? Warum nicht? Und ja, da sieht man Frau Hamm beim Schaffen, beim Arbeiten. Und natürlich muss man auch an Reparatur denken. Holz braucht Reparatur oder auch Metalleinsatz. Die Bibel macht nämlich klar, dass vorsintflutlich schon Kupfer und Eisen behandelt wurde. Die haben nicht gewartet, bis die sogenannte Bronzezeit kam.
1. Mose 6, Vers 16, eine Lichtöffnung, hebräisch Zohar. Das heißt eigentlich Mittagslicht. Das ist nicht das normale Wort für Fenster, Chalon, sondern Zohar. Sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Und hier sieht man eine Konstruktion, wie man dieses Licht da oben nutzen kann, um Licht in alle drei Stockwerke zu bringen. Und es funktioniert, da. Die haben das so nachgebaut. Also in dieser Art gebaut, dass man das Licht, das natürliche Licht, für alle Stockwerke nutzen kann. Licht in der Arche war natürlich ganz etwas Wichtiges. Man denkt an die Israeliten in Ägypten. Die Plage, die neunte Plage, diese Finsternis über Ägypten, drei Tage. Alle Sonnengötter in Ägypten haben versagt. Aber 2. Mose 10, 23 sagt, aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Licht in der Familie ist ganz wichtig. Licht in der Arche, ganz wichtig. Und die Bibel vergleicht sich eben selber mit Licht. Das ist die Lichtquelle, die wirklich auch in unsere Familien echtes Licht und Orientierung hineinbringen kann. In einer Welt, die so orientierungslos ist, dass die nicht mal mehr wissen, was ein Mann ist und was eine Frau ist. Das ist unglaublich. Und wenn jetzt das noch durchkommt mit dem Nationalrat, dass man gegen diese Dinge nicht mehr sprechen darf, ja, da habe ich ja schon einen Fuß im Knast. Bis 3 Jahre Knast. Jetzt schauen wir, was dann im März der Ständerat dazu sagt. Das ist echt gefährlich, nicht wahr? Zu predigen. Ja, wenn man dann ganz klar sagt, natürlich wissen wir, was ein Mann ist, was eine Frau ist. Und aber wenn man das alles dann öffentlich sagt, kann das bald sehr gefährlich werden. Aber wir sind in einer so dunklen Gesellschaft, da ist gar nichts mehr klar. Aber die Gegenseite möchte auch gar nicht mehr hören, was klar wäre. Die macht man jetzt effektiv so mit Gesetzen hintendurch, macht man die, oder möchte man sie mundtot machen. Und dabei ist es schon ein bisschen arrogant. Wenn man die ganze Menschheit zurück verurteilt, dass die eigentlich daneben waren. Weil gehen Sie zu allen Kulturen, nach Südamerika, Nordamerika, Afrika, Australien, Neuseeland, Asien. Die wissen alle, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Und die sind so arrogant, dass die sagen, nein, wir wissen jetzt, wie man das zu verstehen hat. Das ist nicht etwas Fixes. Das kann man selber wählen und die Jungs im Kindergarten, die sollen selber sagen, ob sie nicht doch lieber ein Mädchen werden möchten. Das ist echtes Problem. Man verurteilt die ganzen Kulturen der ganzen Menschheitsgeschichte in der Vergangenheit und denkt, wir haben. So steht es im Buch Hiob. Ihr seid die Männer und mit euch wird die Weisheit aussterben. Ja, und dann am Schluss kam die Landung. Nach den Monaten der Flut, die Landung auf dem Gebirge Ararat. Ich bin da mal vorbeigeflogen, auf dem Weg nach Malaysia. Das war ein Erlebnis, der Ararat. Hier mit diesen zwei markanten Erhebungen. Und der Ararat ist also ein recht hoher Berg, da können die Schweizer Berge nicht mithalten, 5137 Meter über Meer. Und dort ist Vater Noah gelandet. 1. Mose 8, Vers 4. Und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Das ist übrigens ein Wortspiel, ruhte. Noah, hebräisch Noach, heißt Ruhe. Und die Arche ruhte auf dem Gebirge Ararat. In 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, als Mensch, aber lebendig gemacht nach dem Geist oder in der Kraft des Heiligen Geistes, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind. Nämlich damals durch Noah,
als Gottes Geist eben nur 120 Jahre rechten sollte. Predigte den Geistern, die im Gefängnis sind jetzt, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Und jetzt kommt's. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Hier wird gesagt, die Taufe sei ein Gegenbild. Gegenbild, Antitypos auf Griechisch, heißt ein anderes Bild für dasselbe. Also das Ganze mit der Arche und mit der Sintflut hat eine bildliche Bedeutung. Und zwar die gleiche Bedeutung wie die Taufe. Wovon spricht die Taufe? Das griechische Wort Baptismus meint wirklich ein Untertauchen. Das Untertauchen, sagt das Neue Testament, bedeutet, der Täufling sagt, der Tod von Jesus Christus ist das Ende meines alten Lebens. Ich bin mit Christus gestorben. Und dann kommt man wieder herauf und das ist ein Bild der Auferstehung. Die Arche, die ging durch die Wasser der Flut hindurch. Das war ein Bild des Gerichtes am Kreuz und des Todes. Und das Landen auf dem Ararat, das Ruhen auf dem Ararat, ein Bild der Auferstehung. Und das war, sagt die Bibel ausdrücklich, am 17.07. Und der siebte Monat da, das ist der Monat Nissan. Denn später, beim Auszug aus Ägypten, wird in 2. Mose 12 gesagt, dass jetzt dieser Monat der erste Monat sein soll. Da wurde der Kalender gedreht. Der siebte Monat vor dem Exodus wurde jetzt der erste Monat. Und das ist der Monat Nissan. Und es ist Folgendes interessant. Jesus Christus wurde gekreuzigt am 15. Nissan. Am 14. Nissan, sagt 2. Mose 12, da mussten die Passalämmer geschlachtet werden. Und am Abend dieses 14., nach jüdischer Rechnung, beginnt der neue Tag am Vorabend bis zum nächsten Abend. Dauert er. Also, am Abend begann der 15. Nissan. Da hat Jesus Christus das Passa mit den Aposteln gefeiert und das Abendmahl eingesetzt. Und am selben Tag, eben immer noch am 15., also am folgenden Tag, der ist immer noch der 15., da wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Am 16. war Schabbat. Und am ersten Tag der Woche, am Sonntag, ist er auferstanden. Und das war der 17. Und das ist genau der Tag der Auferstehung im Neuen Testament, der Tag, an dem die Arche landete. Hier sieht man noch Noahs Taube, die ausgesandt wurde. Und schließlich, als Noah aus der Arche gehen konnte, da hat er musste ja von den reinen Tieren, von den koscheren, 7 Exemplare mitnehmen. Von nicht koscheren ein Pärchen. 7. Das 7. Exemplar, das sollte er dann später opfern. 1. Mose 8, 21. Er opfert alle reinen Tiere. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Gott verspricht, aufgrund des Opfers nie mehr ein solches Gericht der Sintflut zu bringen. 1. Mose 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Das war die Folge, aufgrund des Opfers. Gott segnet. Und neutestamentlich lesen wir in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Auch da wieder die Parallele zum Neuen Testament. Gott versprach nie mehr eine Flut zu bringen und das Symbol dieses Versprechens sollte fortan der Regenbogen sein. Gott sagt, sehe ich den Regenbogen. Das ist quasi die Garantie, dass keine Flut mehr kommt.
Nun, der Regenbogen, was ist das? Das ist aufgesplittertes Licht. Die Schönheit des Lichts wird sichtbar beim Regenbogen. 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Das heißt übrigens nicht, dass Gott das Licht ist. Das wäre Hinduismus. Verstehen Sie? Das Licht ist nicht Gott. Aber Gott ist Licht. Das heißt, sein Wesen ist Licht im Kontrast zu Finsternis. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Nur Gerechtigkeit. In ihm, er hat mit dem Bösen nichts zu tun. Er ist auch nicht der Urheber des Bösen. Und nun, all diese Herrlichkeiten des Regenbogens sprechen eigentlich von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Und er ist die Garantie für den Gläubigen, dass es kein Gericht mehr gibt. Dass man als ein Mensch, der in Christus ist, nie mehr Angst haben muss, dass Gott einen vielleicht doch noch verwerfen würde. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und das alles wird so herrlich illustriert durch die historische Geschichte von Noah und der Arche und der Sintflut. Vielen Dank fürs Ausharren und Zuhören.